Letzten Sonntag haben wir die erste Kerze angezündet, die Kerze der Hoffnung. Heute zünden wir die zweite Kerze an, die Kerze des Friedens. In der Adventszeit feiern wir die Geburt von Jesus, der auch als Friedefürst bekannt war. Frieden ist nicht einfach nur die Abwesenheit von Krieg. Es ist ein Zustand des Herzens in jedem Menschen, der den Frieden Christi in sich trägt. Das Reich Gottes entfaltet seine Wirkung, wenn sein Volk sich zusammentut, um Werkzeuge von und für den Frieden in dieser Welt zu sein. Wir beten als Kirche gemeinsam folgende Worte. Treuer Gott, du wirkst, um die ganze Schöpfung in ihre von dir beabsichtigte Harmonie zurückzubringen. Lass dein Angesicht auf uns leuchten, damit wir mit dir und all unseren Feinden versöhnt werden. Wir beten, dass dein Frieden in dieser Weihnachtszeit in die vielen unsicheren Gebiete auf unserer Welt kommt. Du, Gott der Hoffnung, Gott des Friedens, komm in unsere Dunkelheit. Wir beten im Namen des Friedefürsten. Amen.